Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, einem relativ kurzen Video. Es gibt nicht groß was zu zeigen, es gibt nur eine Kleinigkeit an sich. Corsair hat sich nämlich gedacht, kurz mal raus, ist riesig, ein Schraubenzieher-Set rauszubringen. Das ist der kleine Knopf hier, ja, der hier. Ja, an sich nicht wirklich groß, an sich auch nicht wirklich so spektakulär. Es sind relativ viele Sachen mit dabei. Die gucken wir uns jetzt aber genauer an. Auf der Verpackung gibt es nicht groß was. Ein bisschen Krimskrams, ein bisschen was zu lesen. Ja. Beipackzettel sozusagen, oder Beifresszettel. Machen wir das gute Stück mal auf. So, ist es offen. Ist auch nicht groß verpackt tatsächlich, sondern einfach nur Karton. Papiermüll. Und Kiste. Die sehen an sich relativ cool aus, vor allem mit diesem, ja, Muster. Also Corsair-mäßige Muster, wie diese LT-Tiles oder diese LT-100. Ist jetzt auch nicht so extrem hochwertig, ist jetzt aber auch nicht miserabel, reicht auf jeden Fall für so ein Schraubenzieher-Set aus. Cool wird es aber erst hier drinne, weil dieses Tray, und das ist auch der einzige Grund, warum ich es mir bestellt habe, ist magnetisch. Heißt, das ist nur so ein, ne, also ich habe jetzt hier nur so einen Kronkorken. Aber der ist magnetisch, was relativ cool ist. Die meisten anderen, deswegen bin ich auch bei iFixit nicht so dabei, das sind halt so Stofftaschen. Ist halt relativ cool, wenn du es einfach nur auf deiner Fläche hast, aber zum Mitnehmen ist ein bisschen, naja. Deswegen finde ich das cool, dass man hier die Dinger magnetisch reinmachen kann. Wir haben so eine kleine Verlängerung mit dabei, dass wir an alle Ecken kommen. Die ist sogar biegsam. Die ist biegsam. Ist halt generell zum PCs auseinanderschrauben gedacht, deswegen ist da jetzt auch nicht so groß was dabei. Dann kommt der Schraubenzieher, der ist fucking hochwertig. Das Ding ist hochwertig, das ist cool. Okay, der ist cool. Und ja, halt einfach ganz viele Bits. Wir haben ja angefangen von Schlitzkreuz, wir haben hier ein paar Dingsnüsse, wir haben Torx. Wir haben eigentlich alles mit dabei, um jedes Handy, jedes PC, jeden Laptop auseinandernehmen zu können. An sich halt relativ cool, sehr solide verarbeitet. Das lässt sich rausnehmen. Die Bits sind auch sehr, sehr schwer, merke ich gerade. Also das ist wirklich alles sehr, sehr festes Material. Die einzelnen jetzt nicht so gut, aber das ganze Paket, also ohne ihn hier, ist es schon schwer tatsächlich. Also ordentlich verarbeitet, sieht echt schick aus. Und Hauptfeature ist für mich auch der hier gewesen, deswegen top. Das war's auch eigentlich schon. Ja, hätte jetzt viel erwartet, aber ist ein Schraubenzieher-Set wie jedes andere. Damit kann man alles öffnen. Eine Maus zum Beispiel. Oder ein Controller oder eine Maus. Nani? Maus, das hatte ich gerade schon. Eine Tastatur. Ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall verwenden für meine PCs. Das war's. Ich wollte euch nur zeigen, wie das hier drin aussieht. Zählerfilm. Schönen Tag euch noch.